Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer gemeinsamen MeTime. Und wenn dich interessiert, worum es heute in diesem Video geht, dann schnapp den Kaffee, den Keks, wie auch immer, was dich glücklich macht. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Schminkvideo. Video, die euch diese Palette schon einmal vorgestellt. Das ist von Reval Loves Me und ich hatte dort einen orangenen Look, also aus diesen Farben und gelb geschminkt, also ein bisschen dezent, nicht paradiesvogelmäßig. Und ich habe mir überlegt, entweder heute ein Grün oder ein Blau. Ich glaube, ich werde vielleicht doch in die Grünrichtung gehen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Nachdem ich weiß, dass diese blaue Farbe ziemlich krümelt, habe ich noch keine Foundation drauf. Das machen wir alles jetzt zusammen. Es ist unheimlich heiß. Ich hoffe, das hält jetzt alles so. Ich schwitze wie ein Schwein. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir mal. Alles so schön heiß. Das habe ich mir schön warme Häschenohren drauf gemacht. Übrigens ab morgen. Also heute ist bei mir der 15. August. Ab morgen soll es tatsächlich schon Lebkuchen geben. Also wäre das schon Interesse hat. Ich werde mir natürlich für ein Bild für Instagram natürlich auch welche holen und ich werde sie auch natürlich verkosten, weil ich liebe Lebkuchen. Aber ganz ehrlich, es wird jedes Jahr eine Woche eher und das finde ich einfach Schwachsinn. Heute haben wir 27 Grad, jetzt momentan 10 Uhr morgens und es soll heute wirklich bis zu 36 Grad werden und da passen meiner Meinung nach Lebkuchen noch nicht. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Ab morgen soll es wieder regnen. Ich habe jetzt nur mal so random. Ich habe jetzt eine ganz normale Tagespflege drauf und ein Serum vorher. Und heute möchte ich mit euch zusammen testen einen neuen Primer, ein Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream Primer von Fix and Rouge. Ich habe mal, glaube ich, Ex and Rouge gesagt. Das ist ein ganz neuer für mich. Wie ihr wisst, verwende ich Produkte immer auf. Das heißt, ich versuche, wenn ich ein Produkt aufmache, auch das aufzubrauchen. Ich kenne ihn, wie gesagt, noch nicht. Und das tragen wir jetzt einfach mal auf. Er hat eine sehr cremige Konsistenz. Riecht nach nichts. Und dann gucken wir mal, wie dieser Primer so performt. Wie gesagt, mir ist so heiß. Ich werde mich danach auch wieder abschminken, weil bei diesen Temperaturen macht das für mich wirklich keinen Sinn. Ich bin ja zu Hause, heute ist Sonntag. Da macht das für mich keinen Sinn, ein Full Face drauf zu lassen. Auch wenn es sehr schön sein wird, hoffe ich. So, ich werde auch wieder in die falsche Kamera schauen. Also er fühlt sich an wie eine Tagescreme, lässt sich schön auftragen, klebt nicht, glaube ich. Also bei mir klebt es nicht, kann auch sein, weil ich schwitze zu sehr. Das ist einfach, ein Primer ist ja sozusagen eine Vorbereitung für die Foundation, dass sich das besser verbindet mit deinem Gesicht. Und das lasse ich jetzt kurz antrocknen und wie gesagt, wir machen die Foundation trotzdem noch nicht. Ich mache jetzt erst die Augen und mache hinterher nämlich dann die Palette habe ich ja schon einmal verwendet und ich muss sagen, mir gefällt sie wirklich richtig gut. Farben, gute Pigmentierung für wenig Geld. Sicherlich gibt es qualitativ hochwertige, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich mache die Palette auch nicht schlecht damit, aber für kleines Geld finde ich diese schön. Ich werde als allerersten Ton diesen weißen verwenden. Und wie immer habe ich meinen Spiegel nicht dabei. Und werde ihn gleich mal holen, aber das funktioniert jetzt gerade so auch. Das mache ich jetzt auf beiden Augen. So ja. Sieht es jetzt aus, wenn ich auf beiden Augen jetzt diesen hellsten Ton gemacht habe. Ich finde, man sieht ein bisschen clownmäßig aus, aber ja, also bei mir wirken dann die Farben einfach besser. Und jetzt werde ich mir ein Grün aussuchen. Moment, ich muss immer mal aus dem Bild verschwinden. Ja. Wir haben ja jetzt hier drei Grüntöne. Dann schauen wir, kommen euch sehr zu nah. Also wir haben jetzt im Endeffekt drei Glitzertöne. Und ich werde, glaube ich, diesen Glitzerton mal verwenden. Der ist nicht ganz so knallig. Und ich werde den auch mit dem Finger auftragen, weil ich festgestellt habe, dass die Farben mit den Finger wirklich sehr gut aufzutragen sind. Der grüne Ton krümelt auch wieder sehr. Das heißt, ich sehe jetzt hier das. Und Finger abklopfen hört sich auch komisch an. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal.
Ich habe auch heute meine Augen nicht abgeklebt. Ich probiere das heute einfach mal ganz mutig, weil nicht jeder mag das mit dem. Es gibt ja so Tapes, die du hier drunter kleben kannst und nicht jeder hat das daheim. Deswegen probieren wir das jetzt heute mal so. Ich nehme ja im Normalfall immer Tesa, was man ja eigentlich auch nicht nehmen soll, weil das deinen Augen hier nicht gut tut. Deswegen probieren wir jetzt mal diesen Grünton so aufzutragen. Und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Ist nicht ganz so grell. Pigmentierung ist top. Krümelt gar nicht. Also in Fännchen krümelt es schon. Aber auf dem Auge ist es echt okay. Ich mag ja grün sehr. Ist für mich aber im Normalfall, sieht jetzt ein bisschen schlimm aus, grün ist für mich eigentlich eher so eine Winterfarbe. Verwende ich im Sommer eher weniger. Wichtig zum Schluss, das sage ich auch immer wieder, ist das Verblenden. So, mehr würde ich momentan von dem Grün gar nicht drauf machen. Also wie gesagt, hier komme ich natürlich immer ziemlich weit raus, aber ich werde das mit dem Concealer dann noch ein bisschen schöner verblenden. Genauso mache ich das jetzt auf dem anderen Auge und ich finde das Grün gar nicht so schlecht. Schreibt es mir noch mal gerne in die Kommentare, es ist bei euch auch so heiß. Ich schwitze jetzt schon wieder wie ein Schwein. So, wer noch nicht mitgemacht hat, kann ja gerne noch bei meiner Verlosung vom Monat August teilnehmen. Das Video blende ich euch oben noch mal ein, wenn ihr möchtet. Ich mache ja jeden Monat so Mini-Verlosungen, so drei Teile und wenn manchmal auch vier, aber das ist eher selten. Das ist ein kleiner Dank für euch. Und wenn wir die 500 erreicht haben, gibt es auch wieder eine größere Verlosung. So, also das wäre jetzt wie gesagt das Grün. Ich verblende es erst hinterher. Das ist gleichmäßig, nee, natürlich nicht. So. Jetzt gucken wir mal, was wir als zweite Farbe nehmen. Zweite Farbe hätte ich mir überlegt, dass wir vielleicht diesen goldenen Ton verwenden. Sowas mag ich eigentlich ganz gerne, diese Kombis. Ist nicht so knallig, weil in so einem Rosa würde ich jetzt persönlich nicht gehen, außer man macht natürlich drei, vier Farben. Das möchte ich ja heute nicht. Genau, und den werde ich mir auch mit den Fingern auftragen. Das Grün geht wunderbar nicht von den Fingern ab. Und auch diese Gold-Bronze-Ton krümelt sehr, aber man kann ihn vom Finger abklopfen. So, jetzt gucken wir mal. Bisschen provisorisch bei mir hier alles momentan. So, und jetzt gebe ich mir im Endeffekt auf mein vorderes Lid, das mal irgendwie anders machen, auf mein vorderes Lid gebe ich mir jetzt diesen Goldfarben, der geht auch ein bisschen ins Bräunliche, würde ich sagen, also so Kupferfarben. Was ich schon festgestellt habe bei der Palette, wenn ich jetzt mit dem Pinsel hier drüber gehen würde, wird es sehr fleckig. Deswegen presse ich mir wirklich mit dem Finger, aber seht ihr, das ist wirklich krümelig, presse ich mir diesen Goldton auf oder Bronzeton. Ja. Und werde dann nur im oberen Bereich sozusagen verblenden, dass ich mir diese Pigmentierung nicht kaputt mache. Das ist der einzigste Nachteil, muss ich sagen, bei der Palette. Pinsel würde ich jetzt nicht empfehlen, außer diesen Weißton. Ansonsten würde ich alles mit den Fingern auftragen. Und ja, und auch über das, was du dir auf das Auge aufgetragen hast, nicht mehr mit dem Pinsel drüber gehen. Weil das wird sehr fleckig, finde ich. Mir glaube ich, das Grün sozusagen hier nochmal runternehmen mit einem schmalen Pinsel. Das probieren wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, mit Pinsel ist die Palette nix. Da krümelt sie schon sehr. Ich werde auf jeden Fall das jetzt hier ein bisschen runterziehen. Blind wie ich bin, brauche ich einen Pinsel. Ich werde es ja mit einem Concealer dann nochmal ein bisschen schöner machen. Genau. Weil momentan sieht es aus, als ob ich eine aufs Auge gekriegt habe, aber die Farbkombi finde ich sehr schön. Jetzt werden wir das Ganze mal verblenden. Ich würde eigentlich so ein Double Pinsel, ich mag diese Double Pinsel überhaupt nicht, weil ich habe die in so einem Glas
Gut, bei mir sind ganz viele Pinsel drin, da stört das jetzt hier unten nicht, aber ich persönlich schreibe es mir doch mal gerne in die Kommentare, mögt ihr solche Pinsel, wo beide Seiten sozusagen ein Pinsel dran ist? Ich mag es persönlich überhaupt nicht, aber der war mal in irgendeiner Box, von dem her jammern wir mal nicht rum. Also die Farben finde ich sehr schön. Als Brillenträger sage ich euch ja auch immer, kommen die Farben sowieso nicht ganz so hinterher raus, weil man das ja durch die Brille gar nicht so sieht. Um sozusagen dieses Feld ein bisschen zu säubern, nehme ich momentan einen Concealer von Join It Up, Rosy Touch. Den möchte ich eigentlich momentan nur alle machen, einfach weil ich den schon so lange auf habe. Aber schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, geht euch das auch so, wenn ihr so Produkte aufmacht? Am Anfang denkst du auch ganz viel drin und dann bringst du das irgendwie gar nicht mal alle. Also, so, also wie gesagt, ich tue mir das dann unten aufs Auge. Und ich mag hier gerne diesen Strich hier oben, diesen Abschluss, und den ziehe ich mir im Endeffekt alternativ zum Teser. Ob das alles richtig ist, das sei mal dahingestellt. Das ist halt meine Schminktechnik. Ich tue mich mit Eyeliner immer schwer, deswegen mache ich das so. Genau, verblenden nehme ich einen leicht verransten, aber sauren, angefeuchteten Sponge. Der war mal im Action. Ich liebe den. Der ist nicht so hart. Und dann tue ich mir im Endeffekt den Concealer ein bisschen einklopfen. Und was ich mittlerweile wirklich kennen und lieben gelernt habe, diese Eye Patches. Das ist eigentlich egal, ob die von Rossmann sind oder von Amazon. Von Amazon hatte ich nämlich eine ganz tolle, so einen Tiegel, wo ganz viele drin sind. Und da werde ich mir auch wieder welche nachkaufen, weil die preis-leistungstechnisch echt gut sind. Seitdem ich die wirklich oft verwende, muss ich sagen, habe ich auch nicht mehr so das Problem, dass der Concealer unter dem Auge so crease, also im Endeffekt so trocken wird, so Fältchen macht. Ich habe natürlich Fältchen unter den Augen, da braucht man nicht drüber reden. Aber ich finde, dass dann die Haut einfach mehr Feuchtigkeit hat und da funktioniert es einfach besser. Genau, also ihr seht, das ist gar nicht so knallig, der Look. Also würde theoretisch auch als Sommer-Make-up durchgehen. Und schauen wir mal, was man für eine Foundation hat. Sollte es anders sein, es ist eine stinknormale BB-Cream, die ich im Sommer wirklich immer verwende, weil es einfach zu heiß ist. Die ist für mich sehr leicht, lässt sich gut auftragen. Ich muss jetzt ein bisschen nach vorne kommen, weil nicht, dass ich dann wieder alles auf dem Kleid habe. Foundation bzw. BB-Cream lässt sich aus weißen Klamotten nicht mehr entfernen. Nur so als kleiner Tipp. Oder zumindest packt das mein Waschmittel nicht. Derzeit nehme ich von Frosch das Waschmittel und da funktioniert es nicht. Im Endeffekt arbeite ich jetzt diese BB-Cream ein. Und da werden wir jetzt sehen, inwieweit der Primer da blöd rumtut. Er hatte ja jetzt wirklich lange Zeit gehabt, um zu trocknen. Weil wenn der Primer oder deine Unterlage unter der Foundation nicht funktioniert mit der Foundation, dann krümelt es, dann gibt es diese kleine Würstchen und das ist furchtbar. Mir ging das mal im Büro so, da ist mir das nicht aufgefallen und ich konnte mich im Büro abschminken. Ganz furchtbar. So. Im Sommer möchte ich, wie gesagt, nur eine leichte Deckkraft haben. Ich hätte gern über Winter eine sehr deckende neue Foundation. Gerne in die Kommentare. Ich mag gerne matte Foundation. Und weil glänzen tue ich von allein. Ich schwitze ja eh immer das ganze Jahr. Ihr seht es hier, kommen keine Fältchen, aber es deckt jetzt nicht zu 100%, aber das macht mir jetzt nichts. Und jetzt kommen wieder die Produkte, die ihr natürlich schon kennt. Die mache ich jetzt ohne euch drauf, also der Hoola Bronzer von Glossybox, das Blush, den Highlighter von Reval Loves Me und den Augenbrauenstift von... Das sehen wir uns gleich wieder. Als Lippenstiftfarbe habe ich mir heute von der Firma May, seht ihr das?
Das sieht man, also MAYY, einen nudefarbenen ausgesucht. Weil ich mir denke, mit diesem Grün muss man da jetzt nicht so rote Lippen tragen. Das passt meiner Meinung nach nicht. Der ist wirklich sehr leicht. Auch das ist ein Lippenstift, der nicht lange hält. Aber ich finde es sowieso, dass Lippenstifte generell nicht lange halten. Also ich mag dann lieber diese Matte Lipsticks. Aber ich drehe für euch nachher noch ein Video, und zwar von der Goodie Box. Dafür schminke ich jetzt diesen Look. Ich weiß, dass die leider nicht zur Farbe der Box passt, der Look, aber das ist mir eigentlich scheißegal. So, als Lippenstift habe ich, wie gesagt, diesen Nude-Ton. Jetzt mache ich mir noch von Benefit. Ups, da war sie wieder aus dem Bild raus. Von Benefit die Wimpern, also die Mascara auf die Wimpern, und dann ist der Look auch schon fertig. Setting Spray kommt noch drauf, dann von Revoir Loves Me. Und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis so wird, meine Lieben. Also das ist im Endeffekt der fertige Look. Ich trage ganz normal nur eine Haarklammer, weil es wirklich sehr heiß. Aber ich finde, auch wenn die Farben ziemlich knallig oder stark pigmentiert sind, kommen sie wirklich sehr human rüber. Sie lassen sich gut ausblenden. Ich finde, das Grün steht mir persönlich ganz gut. Ich schwitze schon wieder wie ein Schwein. Die Kombi finde ich echt gut, aber ihr wisst ja, ich habe eigentlich relativ nicht ganz so auffällige Looks für meinen Geschmack, und das Grün, wie gesagt, kommt jetzt auch nicht so knallig rüber, wie wie es jetzt in der Palette rüberkommt. Also wie gesagt, wenn man das mal jetzt vergleicht, ich habe es ja jetzt nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern mit den Fingern, und selbst da ist es echt okay, aber mir gefallen die Farben wirklich gut. Ein normaler Alltagslook. Wir entfremden die Palette mal kurzfristig für eine kleine Hitzewallung. Also wie gesagt, der Look gefällt mir wirklich richtig gut. Damit kann ich auf die Straße gehen, beziehungsweise euer nächstes Video drehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich schaue ja heute eine richtige Linse. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen sonnigen Nachmittag. Liebe Grüße, eure Heike.